Dies Jahr das erste Konzert. Ja, Tag zusammen. Ich bin ja ganz überrascht, dass so viele Leute hier sind. Ganz ehrlich, weil wir haben vor ungefähr 2 Wochen oder so eigentlich hier um die Ecke gespielt. Das hatte folgende Bewandtnis: Wir sollten eigentlich viel früher in Ubach-Palenberg spielen, aber dann haben wir das Angebot bekommen, von Wings bei denen im Stadion zu spielen, und ich sollte da halt auch mitspielen, und dann haben wir gedacht, das können wir denen nicht antun, wegen Ubach-Palenberg abzusagen. Und dann wurde das verlegt, dann haben wir nicht aufgepasst, und so ist das gekommen, dass wir vor 2 Wochen die gleiche Ausfahrt genommen haben. Da sind wir aber links abgebogen und heute sind wir rechts abgebogen. Da habe ich schon gedacht, ach du Scheiße, wenn wir dann in 2 Wochen in Eschweiler spielen, hoffentlich kommt dann überhaupt noch einer. Und deswegen bin ich echt sehr freudig überrascht, dass ihr alle gekommen seid. Danke. Lieben Dank. Für uns ist es heute auch ein besonderer Abend, weil es ist der letzte Auftritt in diesem Jahr für uns. Wir haben dieses Jahr ja eine neue Platte gekauft, also was heißt Platte, man sagt ja CD, sagt man auch nicht mehr, irgendwas gemacht. Und Tonträger haben wir gemacht, und dann sind wir auch auf Tournee gegangen, und wenn ich das mich nicht verzählt habe, ist das heute der 46. Auftritt von uns. Das hätte ich mir auch nicht gedacht. Und es geht dann auch weiter nächstes Jahr. Jetzt machen wir erstmal eine kleine Pause, um neue Sachen zu machen. Aber wir sind ja, wie gesagt, heute noch unterwegs, um unsere neue Platte zu promoten. Die Platte heißt What's Up. Und deswegen fangen wir auch an mit einem Stück von dieser Platte. Das heißt Lonesome King. Und das klingt so. get to you somehow. And that's the band we use. Music tracks we hear. Nowhere I'd rather be. 300 birds for Thorsten Matthias Kraus. Matthias! Genauso. Und an sämtlichen ihm vorhandenen Gitarrenseiten. Und deshalb sind wir alle hier, weil vom Feinsten. Klaus Major Häuser! Das ist die Sache mit den traurigen Dingen, die im Land passieren, die beschrieben werden müssen und betextet. Und das ist unser Beitrag zu traurigstes Lied ever. Und es wäre schön, ihr würdet uns zuhören. Danke. It's the way you get things done. You're digging out fertile ground, a place you see to grow up safe and bloom one day as colorful as you. Dankeschön. Einfach jeden Schritt aufhören und umgehen. Ich habe halt 2 Wodis. Gut festhalten, die Boxen, Jungs. Ihr macht das spitze. Ihr zwei seid gemeint. Müsst ihr nicht ernst nehmen, sonst kriege ich eine Anzeige wie ein King. Aber ist sehr hilfreich. Musstet ihr mitkommen? Kann man so sagen, ne? Autoritäre Erziehung. Und wie findet das so bis jetzt? Oh, ich glaube, wenn du nicht durchs Mikro sprichst, ich gucke lieber dahin. So, das war ja auch traurige Lieder. Wir spielen auch noch ganz anderes. Jetzt kommt so Musik von deinem Opa und Oma. Merci. Angst hier vorne, wenn die zwei da hinten, wir wissen nie, wie das endet. Das wissen die auch nicht, das ist das Schöne am Musizieren, das ist immer anders. Aber mit den beiden in der Verteidigung könnt ihr nicht verlieren, in keiner Liga der Welt. Markus Rieck und Sascha Delbrouck! Freut uns ungemein, dass euch das gefallen hat. Ja, ist ja heute nicht mehr selbstverständlich, ne? Das ist ja so, so eine Musik hört man im Radio eigentlich gar nicht mehr. Und wir müssen ja leider auch zugeben, auch wenn das keiner gern hören mag, dass die Rockmusik so langsam aber sicher ausstirbt. Und Quatsch! Das ist nämlich so, also nicht, das sagen immer dann alle Leute Quatsch, aber nur mal so, also die Hälfte meiner Idole ist schon eines natürlichen Todes gestorben. Das ist auch neu im Gegensatz zu früher, wo das immer irgendwie Drogentote waren, so mit 20 oder was. Heutzutage kannst du eigentlich nichts mehr gegen sagen, wenn einer mit 75 und dann kommt dann so der Arzt, ne? Und sagt dann Herzinfarkt. Ja, dann ist das halt so. Und dann jeden Tag kommen irgendwie neue Einschläge. Ihr kennt natürlich nicht alle, aber heute hat mir einer erzählt, dass Greg Lake von Emerson, Lake & Palmer und der Emerson und so, das ist ja auch bald alles, das brauche ich euch ja nicht zu erklären. Ich erlebe häufig so Sachen, weil ich habe so ein iPod und dann kann man so auf zufällige Wiedergabe stellen und dann habe ich manchmal Tage, das ist dann, nenne ich immer Tage des Todes, da kommen nur Interpreten, die alle schon tot sind, da traue ich mich kaum noch auf die Straße, das ist ja so zufällige Wiedergabe, wie gesagt, das werden immer mehr, ich brauche das jetzt nicht aufzählen, man fängt dann an, da kommt dann irgendwie Joe Cocker, da kommt J.J. Kale, dann kommt, brauche ich euch nicht sagen. Ist aber so und meistens lachen die Leute darüber, weil ich sage dann auch immer, dass damit auch nicht nur die Künstler aussterben, sondern auch bestimmte Musikrichtungen, nur mal so zur Erläuterung, es gibt keine Band mehr, die heute klingt wie eine Beatband. Es gibt auch keine Band, auf jeden Fall kenne ich keine, die so klingt wie früher Genesis. Das meine ich jetzt nicht wertend, sondern nur so zur Erklärung, dass bestimmte Arten von Musik wirklich vom Aussterben bedroht sind. Es gibt zwar noch Rockmusik, die ist aber anders. Und das Lustigste an der Sache war, das habe ich euch noch gar nicht erzählt, heute war im Stadtanzeiger, war so eine Doppelseite, da konnten die Redakteure so Tipps geben, was man denn zu Weihnachten schenken könnte. Und das war dann unterteilt in Kinder, Partner und Großeltern. Ne? Und jetzt rat mal, was da für Liebhaber war nicht dabei. Ne, Liebhaber, du warst da nicht drin. Also so. Und dann war dann bei Großeltern, habe ich dann gelesen, so Tipp für Großeltern. Und da ist mir dann wirklich, wirklich klar geworden, was los ist heutzutage. Eine Eintrittskarte für Black Sabbath. Die Großeltern. Das ist kein Scherz. Und dann hat der andere Redakteur, da waren natürlich auch so Bücher oder Filme und dann gab es noch einen mit Musik. Das war dann die neue CD von... Ja klar, von den Stones die neue. Das waren die Tipps für Großeltern. Und dann habe ich mir gedacht, so unrecht haben die ja nicht. Ne? Wenn heute Großeltern, ist ja kein Wunder, wenn die 70 oder sind, dann sind die so alt wie die Künstler, die die Musik machen. Und dann können die sich sowas auch wünschen. Jetzt guckt ihr alle so. Und für die Kinder war es die Weihnachts-CD von Helene, oder was? Nein! Helene war, konnte man nicht einteilen. Das geht von Kinder bis Kinder. Das geht von zu allen Schenken. Das war ja natürlich früher auch unmöglich. Früher waren ja junge Leute immer bei Rockmusik. Da haben auch alle gedacht, das bleibt so. Heute sind Oma und Opa da und die jungen Leute sind bei Helene Fischer. Außer ihr zwei. Das weißt du gar nicht. Die haben schon Karten. Nee, wie gesagt, zur Erläuterung, und deswegen bin ich froh, dass immer noch Leute zu uns in Konzerten kommen, und ich kann euch versprechen, ich halte auch so lange durch, bis ich eines natürlichen Todes sterbe. Und ich kann auch die Angst nehmen, wir haben für ein völlig unexzessives Leben, das kann auch mal Jahre gehen. Jedenfalls, ich mache halt die Musik, mit der ich auch groß geworden bin, und die mache ich gerne. Unter anderem fallen mir dann auch so Lieder ein wie folgendes, das habe ich mal geschrieben, als ich einen alten Rockballast gesehen habe, und habe mich daran erinnert, wie ich mal mit Rory Gallagher zusammen spielen durfte. Dankeschön. Jetzt kommt noch so ein Ding zum Lauschen. für die kleinste, bezauberndste Frau in meinem Leben, meine Tochter Johanna. She's holding it up as the sun dips into the moon. She's showing out to dance, to take her chance, and you can tell by the way she walks. The moon is safe, the stars are bright, tonight's the night. Her dress so tight, she's sharp as a knife, a golden light. She's true love. Dankeschön. Inside my head Komm, ihr kennt das doch, oder? Wir machen Jingle hier. Fischer. Mach ruhig weiter. So, recht herzlichen Dank. Nicht, dass ihr euch wundert, wir finden uns jetzt mitten in der Zugabe. Ja. Bevor wir die spielen, muss ich noch. Also, das mit der Zugabe ist deswegen, weil wir alle schon so lange Musik machen und wir ja ein sehr gebildetes Publikum haben, auch ein Publikum, was schon das ein oder andere Konzert gesehen hat. Und ihr wisst ja sowieso selber, genauso wie wir, wenn das Licht nicht angeht und die Musik nicht angeht, kommt die Band sowieso nochmal. Da haben wir uns gedacht, was soll man das alte Spiel immer mitmachen? Also ihr habt ja geklatscht, wir bleiben direkt da. Dankeschön. Dann wollte ich euch noch erstmal fürs Kommen danken. Ich habe das am Anfang ja schon erwähnt, dass ich eigentlich gar nicht mit so vielen heute gerechnet habe. Wenn das zusammenzählt von vor 2 Wochen und so, da können wir ja bald, was weiß ich, wo spielen. Und wenn das so weitergeht, dann, wenn ihr so weiter verfolgen wollt, was wir so machen, wie gesagt, wir haben heute unseren letzten Auftritt dieses Jahr. Wir machen jetzt eine kleine Pause bis Anfang März. Dann geht es dann am Anfang März in Berlin weiter, Magdeburg, Halle und so. Da spielen wir noch bis zum Sommer, aber die Zeit werde ich auf jeden Fall schon mal nutzen, neue Stücke zu versuchen zu schreiben für die nächste Platte, weil wir wollen ja immer weitermachen. Und dann spielen wir bis zum Sommer und dann machen wir eine neue Platte und dann geht es irgendwie wieder weiter. Dann fangen wir das Ganze von vorne wieder an. Dann gehen wir auf die Platte. Das ist eigentlich seit Jahren. Und wie gesagt, wenn ihr verfolgen wollt, was passiert, wo wir spielen und was alles so gibt, da gibt es eine Internetseite unter www.häuserband.de, könnt ihr da alles Mögliche finden über uns. Einfach zu merken, www kennt ihr, Häuser bin ich, die Band, das sind wir und .de, das seid ihr. Da haben wir dann auch ein Gästebuch, da freuen wir uns immer sehr, wenn da einer was reinschreibt. Da müssen wir jetzt ja fast 3 Monate von zehren. Das motiviert einen ja immer ungemein. Für die Jüngeren unter euch, die jetzt leider schon den Saal verlassen. Nee, also wir haben auch eine Facebook-Seite. Wie gesagt, nochmal herzlichen Dank fürs Kommen. Wenn ihr da was reinschreibt, hat das auch einen aktuellen Eintrag. Und dann haben wir hier den Fall, dass wir mal eine Zugabe spielen sollen. Das ist schon mal vorgekommen. Haben wir ein Stück, was sich hervorragend eignet, das heißt nämlich schon fast, das heißt nämlich Last Favorite Song. Und viele Leute auf der letzten Tour haben mich gebeten, dass wir dieses Lied auch wieder im neuen Programm haben. Habe ich gesagt, super Idee, finde ich auch, spielen wir auf jeden Fall, vielleicht als letztes, aber wir spielen es, das wollen wir jetzt auch machen. Bevor wir jetzt, wie gesagt, unser letztes Lied spielen, nochmal herzlichen Dank, wir gehen mit einem sehr guten Gefühl in die Pause und das haben wir auch zu verdanken. Das haben wir auch noch. Wir waren in letzter Zeit so viel unterwegs, das kriegt man so gar nicht so gefühlsmäßig mit den Weihnachten. Ich denke immer nur, was haben die alles mit den Tannen und der Weihnachten. Und diese komischen roten Kugeln überall. So, Spaß beiseite, ne? Dankeschön. Herzlichen Dank. Vielen lieben Dank. Thomas Heim. Markus Rieck. Sascha Delbrouck. Matthias Kraus. Ich und mir. Macht's gut. Schönes Wochenende, schöne Zeit und bis dann mal. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Ciao. Dankeschön.